willkommen zur neunten Folge vom Motorsport Manager. Wir sind inzwischen tief in den roten Zahlen und müssen endlich mal dran arbeiten, dass wir weiter nach vorne kommen. Deshalb werden wir jetzt mal auf Risiko gehen. Wir nehmen den zweiten Sponsor, 450.000, ja, und gucken einfach mal. Wir nehmen dieses Mal mehr härtere Sätze. Ja. Teile sind eingebaut und wir begeben uns nach Italien, Mailand. Ja, die Strecke sieht so ein bisschen aus wie wie heißt denn die Strecke von Italien? Der Hochgeschwindigkeitskurs. Das ist nicht Mailand, das ist irgendwas anderes. Fahrzeugkonfiguration. Abtrieb brauchen wir weniger. Das ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ja, viele lange Geraden. Übersetzung muss lang sein, damit wir viel Top Speed kriegen. Eine Reifenwahl. Am Anfang mal einen leichten, einen schnellen Satz. Oder? Ne, wir nehmen gleich den härteren Satz. Stellen hier auch die 13% von. Das ist natürlich sehr komisch, dass er hier eine hohe Beschleunigung haben will. Und mehr Sturz. Das ist eigentlich völlig bescheuert. Der wird jetzt erstmal so fahren und dann gucken wir mal, was denn so abgeht. Renntrim 4 Runden passt. Kann sie rausfahren. Renntrim 4 Runden. Und los geht's. Wir testen das Setup einfach auf fürs Rennen. Ja. Deshalb gehen wir gleich auf die harten Reifen. Eine Schikane haben wir drin. Getriebeübersetzung zufrieden. Ja, wir sind trotzdem wieder 2 Sekunden langsamer wie die Spitze. Die Aerodynamik gefällt ihm nicht, bei ihm auch nicht. Okay. Dann kommt mal gleich rein. Uiuiui. Aufhängung zu weich.
So, probieren wir es so nochmal. Auf dem gleichen Satz. Ist völlig unzufrieden. Ja, ist natürlich viel zu weich. Hier vorne sogar noch ein bisschen weiter. Und dann los. Am Anfang waren sie zufrieden, dann haben sie gemerkt, oh, es passt doch nicht. So, jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, dass wir mal wieder einen Sprung nach vorne machen. Vidal ist schneller. Aber die werden immer langsamer. Die Übersetzung passt bei ihm. Klasse. Kurven mehr Abtrieb. Okay, Vidal hat sich verbessert. Cavalcanti ist immer noch auf dem 8. Wir schicken die jetzt noch mal auf den weichen Satz raus und gucken mal, was damit geht. Ja, das ist halt das Interessante dabei. Einstellung richtig zu treffen. Aber so viel Sturz macht für mich überhaupt keinen Sinn. Er will mehr Abtrieb haben. Also diesmal bin ich ein bisschen in den Kurven, was hat er gesagt, in den Kurven zu langsam? Dann probieren wir es mal so. Und hoffen, dass es diesmal passt. Weil, ja. Wir müssen schon noch ein bisschen Gas geben.
Okay, Abtrieb passt jetzt. Bleiben aber beide auf ihren Plätzen. Wir sind fast 1,5 Sekunden, fast 2 Sekunden hinten dran. Okay. Habe ich richtig gedacht. Hör ich jetzt schlechter an als vorher. Lenkung schlechter. Bei Vidal. Jetzt kommen sie mal langsam nach vorn. Und ein bisschen pushen hier. Getriebe passt. Lenkung bei Vidal müssen wir noch mal einstellen. Hier haben sie sich nicht weiter verbessert, aber sind trotzdem jetzt nur noch 1 Sekunde hinten dran. Das ist natürlich deutlich besser wie 2. Werden wir jetzt im Qualifying noch vorher verbessern. Reifen weich. Guck mal hier. Ja. Aber bei Vidal passt es einfach nicht. Die Lenkung war schlechter. Also müssen wir hier wieder ein bisschen runter. Passt ihm auch nicht. Der ist gerade so unzufrieden. Ich muss mal gerade gucken. Ist jetzt gelb. Ja, ich probiere ihn so loszuschicken auf dem weichen Satz. Und dann schauen wir mal, Qualifying 8er oder besser. Ich hoffe, dass wir 2 Stints fahren können. Hat halt die Reifen gut auf Temperatur gebracht. Ja. 1,10 ist eigentlich gut. 1,7 fahren die. Was ist denn da kaputt? Die sind gerade alle 1,10 gefahren. Ich dachte, mit 1,10 bin ich dann schon mal recht gut dabei. Der ist immer noch nicht zufrieden, das gibt's nicht. Dann gebe ich ihm hinten. Na, hinten braucht er den Abtrieb. Gehen wir vorne ein bisschen runter. Fahrverhalten.
Hey, ist sehr zufrieden. %96. Das ist gut, das ist sehr gut. Auf dem alten Satz, weil ich bei dem noch mal sehen will, ob die Konfiguration passt. Nee, wir kommen da einfach nicht an. Setup ist eigentlich wirklich perfekt. Wollte noch ein bisschen mehr Abtrieb haben. Hat er zumindest zuletzt mal gesagt. Bei Vidal, ich komme einfach nicht hin. Mehr Abtrieb. Weniger Sturz. Ich will halt auch nicht zu viel verändern, sonst haut es vielleicht doch nicht mehr hin. Ich hätte gern, dass er ein bisschen mehr Topspeed kriegt. Aber das ist halt das Einzige, wo er wirklich zufrieden ist. Dann hoffen wir mal, dass jetzt nochmal eine Runde reicht, um die Jungs zu motivieren und denen ordentlich Gas zu geben. So, letzter Schuss. Die haben beide nichts hingebracht. Oh, das ist so enttäuschend. So, warum nicht? Die Entwicklung stimmt halt nicht, ja. Also ich hätte am Anfang wahrscheinlich mehr in Gebäude investieren sollen. Es ist ärgerlich. Aber richtig. Aber wir haben genug heiße, harte Reifen. Ja. So dass wir hoffentlich wieder mit einem Satz durchfahren können. Ich nehme lieber 15% mehr Leistung. Okay, er will jetzt. Hier waren wir.
Ja. So, also viel mehr kann ich für dich jetzt leider nicht mehr tun. So, wie lange halten die? 20 Runden. Das hört sich doch mal schon mal wirklich gut an. Dann nehmen wir die. Er könnte aber auch noch zwei auf den gelben fahren. Auf den weißen. 26. Wir gehen. Am Anfang auf die gelben, pushen as hard as we can. Und dann wechseln wir auf die weißen. Na, der ist halt ein bisschen schlechter, der verbraucht mehr Reifen. Das heißt, ihn lasse ich auf weiß starten. Beziehungsweise sie, ja. Überholen, Vollgas, ja, wir müssen am Anfang Plätze gut machen. Vidal macht es perfekt. Ist sehr gut weggekommen. Und dann lassen wir die nämlich hinten rausfahren, ja. Mit einem normalen Setting. Also der geht gut mit. Ja, zumindest jetzt am Anfang noch. Sind halt auch die weichen Reifen. Ist auf 8. Ja, wir sind schon runtergegangen. Immer noch auf 8. Es ist alles im Lot, es ist alles im Lot, glaub mir. Eine Runde kriegst du noch. Muss ihn reinholen.
Der kann jetzt hinten frei fahren. So, wir haben noch 15, 17, 16 Runden. Ist soweit alles okay. Cavalcanti ist jetzt im Moment vor Vidal. Cavalcanti kann aber nicht so lange fahren wie Vidal. Ne? Ich hoffe mal, dass sich das wirklich ausgeht am Ende. Es muss eines. Werden jetzt alle voll auf den Rattensatz gehen. Ich glaube halt nicht, dass wir da mit dem Satz durchfahren können. Heckflügel, ja. Schon ein Heckflügel. Ja, ich werde dich gleich nochmal rausschicken mit einem Notumsatz. Das probieren. Thank you.
faulen Fehler, die ganzen Softtiles im Qualifying und im Training zu verwenden. Die hätte ich wohl eher aufsparen sollen. Dann hätte man drei schnelle Stints machen können. Wäre wahrscheinlich viel besser gewesen. Müssen zwar noch welche in die Box, aber das sind alle so weit von, die kriege ich nicht mehr. Das heißt, es wird wieder eine neue Nummer. Das ist sehr ärgerlich. Mann, Mann, Mann. Es kommt einfach nichts nach. Wisst ihr, das ist das Problem. Ich kann einfach nichts entwickeln, ich kann nichts machen. Und dann sitzt er eben auf der Straße, ja. Ja, aber sagen wir doch mal was. Na, sagen wir was. Ja, ich habe wahrscheinlich die Strategie wieder verpeilt. Aber wir sind alle auch abgefahren. Am Anfang sah es so gut aus. Wir sind auf Soft gefahren. Soft. Und dann auf Hard. Und das hätte ich auch machen müssen. Aber ja, wir lernen noch. Wir lernen noch. Wir sind in unserer ersten Saison. Und wir lernen noch, was da alles los ist. Sponsorengelder haben wir natürlich auch keine gekriegt. Aber was wollen wir machen? Wir werden uns im nächsten Rennen neu rüsten. Natürlich wieder Vollgas geben. Ich bedanke mich bei euch in diesem Moment fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Moment, das nehmen wir noch mit. Ja, Punktevergabe. Okay. Ah, 300.000. Das macht den Bock halt nicht fett. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.